Seid gegrüßt und willkommen zurück zu einer neuen Folge Fishing Planet. Ja, die Missionen sind da und das wollte ich heute mal mit euch gemeinsam durchspielen. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, denn die Mission ist halt bloß einmal machbar. Das heißt, testen konnte ich jetzt nicht. Das machen wir gemeinsam. Und da schauen wir uns doch gleich mal an, was gibt es denn für Missionen. Also speziell zu Halloween wurden hier zwei Missionen ins Leben gerufen. Und das heißt, wir haben jetzt zwei Aufgaben zu erledigen, beziehungsweise zwei Missionen. Eine Mission davon, hol dir das Buch. Ja, kurz gesagt, wir müssen hier mit bestimmten Ködern Wälse fangen, so wie ich das verstanden habe. Und damit dann das Hexenrezeptbuch uns von der Hexe besorgen. Gut, ein paar Köder habe ich mir jetzt schon gekauft. Wir brauchen zum Beispiel saures Brot, verschimmelter Käse und getrocknete Heuschrecken. Weitere Aufgaben waren, warte auf Mitternacht. Da habe ich jetzt die Zeit schon mal vorgestellt. Wir haben jetzt Mitternacht und wir sollen zu dem See reisen. Und da sind wir gerade noch gewesen, das passt. Lizenz habe ich gekauft, angeln können wir also auf alle Fische. Ja, mal ganz kurz noch zu den Ködern. Da gibt es einen kleinen Haken. Und zwar sind das diese Köder hier, saures Brot, getrocknete Heuschrecken und noch ein paar andere mehr. Da sehen wir hier, die kosten natürlich diese Coins. Ja, und die Coins können wir uns nur erspielen, indem wir bestimmte Aufgaben, Meilensteine erreichen. Ihr seht, 225 Coins habe ich momentan, also ich habe mir auch keine gekauft, würde ich sagen. Es kann sein, dass man beim Set irgendwo welche dabei waren, was ich mir mal gekauft habe. Aber ansonsten, ich habe sie immer gesammelt. Das war auch gut so. Jetzt können wir uns hier ein paar Köder davon kaufen. Ich würde sagen, lange genug gesappelt. Gehen wir mal hier auf Welsfang. Eiszeit ist hier momentan richtig im Keller. Wir sehen 0 Uhr. Ist gerade gleich 0, aber wir probieren das trotzdem. Ja, was gibt es noch kurz zu erzählen? Lizenz haben wir. Mission. Gut, gehen wir fischen. Ja, da sehen wir hier noch 0 von 6. Also die Köder, die ich gekauft habe, die reichen auch nicht. So. Wartet mal eben. So, mal den Chat kurz ausgeblendet. Ich guck mal, ob ich denn überhaupt richtig bin. Feuerwerk, Feuerwerk, Moment, Feuerwerk wollte ich jetzt gar nicht starten. So, Angelplatz, ich glaube hier müssen wir her, genau. Im sumpfigen Freiraum, da habe ich ja meinen Weltspot. Genau. So, was haben wir hier? Drücke E, um zu interagieren. Mach mal. Verfaulte Köderfische. Ah, verstehe. Das müssen wir uns wohl gar nicht kaufen. Da können wir hier rumrennen. Ein paar Köder suchen. Moment, das machen wir. Das will ich jetzt mal testen. Guckt mal da drüben. Oder ist das der Kürbis, den wir... Ja, das ist der Kürbis, den wir gerade gesehen haben. Und dort hinten leuchtet noch ein Kürbis. Okay. Ja. Wenn wir rumrennen, können wir uns halt die Köder dann doch zusammensammeln. Sehr schön. Das finde ich toll gemacht. Wer es kann, der kann sie kaufen. Und wer nicht kann, der kann sie sich... Der kann sie sich hier zusammensammeln. Und wir sehen auch, jeden Tag sind die wohl wieder verfügbar. Ich glaube aber, die meinen jetzt ein... reellen Tag, kein Ingame-Tag. Gut. Ich muss sagen, werden wir ein bisschen angeln. Ja, ich musste mal ganz kurz einen Schnitt machen.
Ja, jetzt haben wir eine richtige Rute in der Hand. Jetzt haben wir einen richtigen Köder dran, die richtige Angeltiefe. Habe ich jetzt 1,40 Meter gemacht. Könnten aber noch, was wir machen könnten, einen kleineren Haken dran. Ja, wir haben jetzt einen 3-0er Haken. Wir machen mal einen 1-0er Haken dran. Mal nicht ganz so groß. Das heißt, dann haben wir auch vielleicht ein paar mehr Bisse auf die kleineren Welse. Welse ist jetzt unser Zielfisch. Verschimmelter Käse beißt der Wels drauf. So, jetzt müssen wir, genau, 44 Meter, also zwischen 38, 44, 45 Meter. Da haben wir so eine Kuhle hier auf der Stelle. Und bei 1,40 Meter Tiefe richtet sich dann der Schwimmer auf und dort haben wir die Welse stehen. Ob man sieht es eigentlich auf der Map. Jetzt können wir sie gerade nicht aufrufen. Ja, wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, schreibt es mir. Ich versuche die dann gern umzusetzen. Kann ich auch den einen oder anderen Tipp geben, wenn es noch Fragen gibt. Wie gesagt, ein bisschen Erfahrung habe ich jetzt schon. Oh, das, warte, wir versuchen das. Wir hauen mal an. Okay, wir haben was. Was Kleines, wie es aussieht. So, jetzt bleibt spannend. Haben wir jetzt so einen Horrorfisch dran? Einen Halloween-Wels oder haben wir bloß Kraut? Nee, natürlich nicht. So, gucken. Getüpfelter Gabelwels, also ein ganz normaler. Ah, verstehe. Das sind ganz normale Fische, die wir hier fangen müssen. Aber halt auf diese bestimmten Köder. Weil ich hatte vorhin in der Mission gelesen, können wir mal ganz kurz schauen, vielleicht war das auch die zweite Mission, genau. Das ist dann Jagd auf den Frankenfisch. Alles klar. Gut, hier geht's mal los, wir müssen zuerst diese Hexenrezepte finden. Und dann beginnt die Jagd auf den Frankenfisch. Jetzt habe ich es verstanden. Dachte nämlich zuerst, wir fangen jetzt schon hier so ein paar, mutierte Halloween-Fische. Aber das sind wirklich ganz normale, die beißen nur auf diese besonderen Köder. Oder vielmehr, die beißen auf jeden Köder, bloß wir müssen die mit diesem besonderen Köder fangen. Das ist unsere Mission. Ja, sowas finde ich halt echt super, wenn man ein Ziel hat und nicht einfach so lang hinangelt. Gut, ein Ziel hat man auch, wenn man sich jetzt, na, das haben wir verkackt, wenn man sich jetzt neue Ausrüstung kaufen will, drauf spart. Aber sowas hier finde ich persönlich extrem anregend. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Ziel, wir sollen 6 Welse auf das saure Brot fangen, 6 Welse auf verschimmelten Käse, nochmal 6 auf getrocknete Heuschrecken. Und ja, um dann damit dieses Hexenbuch zu fangen, Hexenrezepte. Und dann geht es dann auf die Jagd auf den Frankenfisch. So, haben wir den? Sieht danach aus. Ein junger, getüpfelter Gabelwels. Den behalten wir. So, und jetzt haben wir die Route draußen. Jetzt können wir auch mal die Karte aufmachen. So, da sehen wir, der gelbe Punkt, das sind wir. Das andere sind die anderen Angler.
Und diese dunklen Flecken, das sind jetzt diese tiefen Kuhlen. Und in dieser Kuhle angeln wir jetzt nach den getüpfelten Gabelwelsen und den Flachkopfwels. Ja, so macht der Angeln Spaß. Man muss hier nicht minutenlang warten, ob es mal überhaupt beißt. Gut, wenn man jetzt einen falschen Spot erwischt, falsche Tiefe, falschen Köder, dann wartet man natürlich auch ewig. Aber wenn man jetzt die richtigen Stellen weiß, Köder weiß, dann klappt das. Ja, dann klappt das halt. Und ich sage mal, es ist immer noch eine Überraschung, was wir denn fangen. Verdammt, jetzt bin ich aus Versehen auf meine Maustaste gekommen. Jetzt haben wir eingekurbelt. Fisch war weg. Ja, es bleibt spannend. Das sind alles nur kleine Zupfer. Großen Bisse bleiben noch aus. Wir könnten auch jetzt die Zeit wieder vorstellen. Wir müssen jetzt nicht Mitternacht angeln, ich denke mal nicht. Es war bloß eine Aufgabe, dass wir einmal die Mitternacht erleben. Jetzt. Da haben wir wieder ein kleiner Getüpfelter, so wie das aussieht. Sehr schön. Den behalten wir. So, passt auf. Stellen wir mal die Zeit ein bisschen vor. Machen wir es auf um 8. Jetzt müsste auch unser Kescher geleert werden. Wir verlängern die Reise. Kein Premium-Hammer. 6.000 Dollar wandern in unsere Kasse. Fischkescher ist wieder leer. So, passt mal auf. Jetzt nehmen wir mal den anderen Spot. Einmal Käse haben wir noch. Und zwar bleiben wir wieder hier, sumpfigen Freiraum. Dann sehen wir da, wo meine Spitze hin zeigt, da ist ein Häuschen. Und 40, 43 Meter, ungefähr 1,70 Meter tief machen. Da stehen dann die blauen Katzenwälse. Ja, das Häuschen erkennt man schlecht. Wenn man weiß, dass da ein Häuschen ist, dann erkennt man das. Das hat zwei so eine dunkle Fenster. Gut, guck mal einfach, ob es klappt. Ob wir hier richtig liegen. Das war der erste Biss, er ist noch da. Aber das finde ich auch so eine schöne Sache an dem Spiel, dass man halt wirklich aufpassen muss, wenn man hier anschlägt. Wenn man den Anschlag verpasst, der geht vielleicht 2, 3 Sekunden, wackelt der Schwimmer, dann ist der Fisch wieder weg.
Und man muss halt den Anschlag im richtigen Moment setzen, ansonsten ist der Fisch weg. Das heißt hier, man muss halt immer wirklich aufpassen, angespannt sein. Und dieses Ping, was er mal hört, wenn es beißt, das kann man hier ein- und ausstellen. Ich habe es angestellt, dass man, wenn man doch mal kurz woanders hinguckt, das doch nochmal hört. Ein Fisch ist da. Aha, aufpassen. So, der will nicht. Pass mal auf hier. Holen wir noch ein, zwei Meter ran. 42 Meter. So, jetzt war es soweit. Da hat der Schwimmer ordentlich gezappelt und da sehen wir auch, der ist jetzt schon eine Nummer größer. Den Drill haben wir auf Anschlag, das heißt, zu ist er nicht, aber in der letzten Position. Ja, die blauen Katzenwelse, die sind schon eine Nummer für sich, die sind schon ein bisschen größer. Da kann der getüpfelte Gabelwels hier nicht mithalten. Aber ihr seht, kein Problem. Kein Problem, da haben wir einen blauer Katzenwels. Bringt $500, 6,5 Kilo wiegt er und 48 Erfahrungspunkte haben wir erhalten mit drei rote Pfeile. Das heißt einfach, unsere Ausrüstung, die ist ein bisschen zu groß. Die ist nicht perfekt für den Fisch. Wir bekommen hier wirklich Abzug bei den Erfahrungspunkten, aber das stört nicht. Ich bin hier Maximallevel. So, der Köder ist alle. Da würde ich mal sagen, ein bisschen was haben wir noch vor uns. Ich werde mal ein bisschen weiter angeln. Werde mal die Folge für heute beenden. Ich hoffe mal, euch hat es gefallen und ja, ihr habt ein bisschen Gefallen gefunden. Und ja, lasst ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut!